Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 5 Updates, 8 neuen Mods und 2 neuen Karten. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Daniel und beim anderen Daniel und bei Marcel für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dieses Video wird präsentiert von Jenny und Michel. Und natürlich auch Loki, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr Hofkönige seid. Wie immer starten wir natürlich mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für die Karte Nova Estancia von Nymog Mod. Downloadgröße 248,2 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, die meisten Gebäude wurden gegen andere Modelle ausgetauscht. Umgebungsverbesserungen. Eine neue Reisernte und Zuckerrohrmühle und eine Kalkmine wurde hinzugefügt. Damit kommen wir zu der Massey Ferguson 5700er S und 6700er S 2020 Series von KRKZ Modding. Downloadgröße 20,99 MB jetzt in der Version von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neuer Traktor hinzugefügt, der Massey Ferguson 6700S. Kleinere Details hinzugefügt beim Massey Ferguson 5700S. Beifahrersitzstützer hinzugefügt beim Massey Ferguson 6700S. Das nächste Update kommt für die Production Revamp von Braven. Downloadgröße 0,39 MB in der Version jetzt von 1.3.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Übersetzungen in eigene Dateien ausgelagert und neue Übersetzung Schwedisch und Russisch hinzugefügt. Silo und Produktionsspawn kann jetzt auswählen, ob als Ballen, Paletten, Holzstämme gespawnt wird, je nachdem, was verfügbar ist auf der Map. Wenn mehrere Möglichkeiten bestehen, wird die Auswahl angezeigt. Bei einem Silo-Produktion wird jetzt Holz eingelagert, anstatt Holz verkauft. Spieleinstellungen hinzugefügt, Korrektur der Einkaufspreise anhand der Wirtschaftseinstellungen deaktivierbar in den Einstellungen, Faktor für den Verkaufspreis bei Direktverkauf aus Produktion einstellbar, veränderte Ballen aus Mods können jetzt auch gespawnt werden, Ballen werden nun nach Größe sortiert beim Auslagern angezeigt, konditionale Outputs hinzugefügt, Produktion abhängig von Temperatur, Wind, Sonne, Regen, Saison und Öffnungszeiten ermöglicht. Füllstände abhängig von Temperatur, Sonne und Regen und Wind ermöglicht. Farbe von Silageballen jetzt festlegbar. Produktionslinien bei inaktiv und aktiv sind ausblendbar gemacht worden. In-Game-Hilfe hinzugefügt. Da ist einiges passiert, also diese Mod wird immer besser. Also sehr interessant. Werde auf jeden Fall versuchen, die mal in ein Let's Play einzubauen. Das nächste Update kommt für das wählbare Ballenkapazitätspaket von GH66 Mods. Downloadgröße 24,92 MB jetzt in der Version von 1.1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, zweiter Satz Ballenpressen hinzugefügt, die bei allen Kapazitäten anhebbare 100 Kilo Ballen produzieren. Anhebbar ist im Namen der Ballenpresse enthalten. Alle Ballenlader und Ballenwickler wurden aktualisiert, um die anhebbaren Ballen zu unterstützen. Optimierte Fast Bale für effizienteren Betrieb mit Ballen mit größerer Kapazität kann dazu führen, dass die Ballenpresse Abschnitte des Schwarz mit Ballen mit Standardkapazität verfehlt. Aktualisierte Moddesk-Version. Und dazu kommt auch das Update für das wählbare Ballenkapazitäts-Add-on. Und zwar ist das natürlich auch von GH66 Mods, Downloadgröße 22,71 MB, jetzt in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Hier habe ich keinen Changelog gefunden, aber das wird auf jeden Fall so geändert worden sein, dass es auch das mit dem Netzwrap und das mit dem Gunwrap auch funktioniert. Damit kommen wir zu der ersten neuen Karte und zwar heißt diese Tal der Holzfäller, kommt von Karl TG, Downloadgröße 42,39 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Karte ist eine einfache Holzfällerkarte und es gibt den sammelbaren Alpkäse. Diese Karte war ein Drittanbieter-Mod in LS19, aber ich habe sie nun für den LS22 konvertiert. Die Karte hat einen Schiffshafen, um alle ihre Produkte zu verkaufen. Ein kleiner Bauernhof, ein Feld, aber sie können selbst neue Felder erstellen, bereit für die Präzisionslandwirtschaft, also für Precision Farming.
Ich hoffe, Sie genießen die Karte und viel Glück beim Finden der Sammelstücke. Das ist diese Karte hier. Wir fliegen gerade erstmal oben drüber, damit wir einfach mal sehen, wie die Karte ausschaut. Es sieht so aus, als wäre das eine Insel. Hier unten ist der Hafen. Hier ist der Händler. Hier ist der kleine Hof. Da gehen wir gleich mal noch runter. Das ist das Feld, was da ist. Alles andere ist Forst und Sumpf. Das ist auf jeden Fall diese Karte hier. Da gibt es nicht wirklich viel zu sagen dazu. Wenn wir die Karte angucken, das ist diese Karte als PDA. Hier unten ist unser Hof. Wenn wir das Land einblenden, gehört schon alles dazu. Also man kann hier definitiv nichts kaufen oder verkaufen. Es ist alles gehört mit zu der Farm. Die Insel ist also unsere Insel. Das ist das Weizenfeld, wo wir starten mit. Das ist das, was wir auf dem kleinen Hof stehen haben. Das ist unser Haus. Und hier drüben haben wir einen kleinen Unterstand. Das Equipment, was wir haben, ist ein Steyr 8150 Kompakttraktor. Ein mittelgroßer Traktor haben wir, zwei 6250 von John Deere. Dann haben wir einen LKW. Wir haben einen Mähdrescher. Wir haben eine Forstmaschine oder zwei Forstmaschinen, einmal den Schneider und einmal den Transport. Dann haben wir ein Auto, ein Pickup, wir haben zwei Brandner, wir haben ein Schneidewerk, ein Grubber, natürlich haben wir eine Sämaschine, einen Tieflader und Transport oder einen Transportanhänger für das Schneidewerk. Das ist im Prinzip schon alles zu der Karte, also wieder eine Karte, wo man selber aktiv werden muss, wo nicht alles vorgegeben ist. Ja, ich würde sagen, damit gehen wir schon zu der nächsten neuen Karte. Und hier sind wir auf der neuen Karte. Und zwar heißt diese Karte Thornton 22 Revamp, kommt von Steve's Mod. Download kostet 270,6 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Willkommen auf der Thornton Farm. Diese ist größtenteils fiktiv, enthält aber einige reale Bereiche. Die Karte spielt in Gloucestershire, Großbritannien und mit vielen großartigen Aussichten. 38 Felder von klein bis mittelgroß, benutzerdefinierte Beleuchtung, Sammlerstücke, UK-Nummernschildern in der Karte integriert, BGA-Fläche, die Sie auch als platzierbare Fläche verwenden können, platzierbarer Bereich neben dem Hof, Produktionen des Basisspiels auf der Karte platziert. Wenn wir die Karte betreten, kommen wir hier an diesem Wohnwagen raus. Gleich hier rechts ist da, wo unser Bauernhaus entsteht. Das ist also im Bau. Haben wir keinen Zugriff drauf, haben wir auch keinen Einfluss drauf. Hier haben wir ein paar Hallen. Das ist der Hof. In dieser Halle ist etwas an Equipment drin. Hier in dieser Halle ist nichts drin. Der Hof ist ziemlich groß. Hier hinten haben wir weitere Unterstände und hier geht es dann zum Feld. Viel Dekoration ist drauf, scheint mir ein bisschen nach der Calmston Farm. Also es ist natürlich im selben Bereich, also Gloucestershire, und ist natürlich, ja, das Flair stimmt überein mit dem, was wir erwarten könnten oder bisher kennen von der Calmston Farm zum Beispiel. So. Wir haben hier weitere Hallen, die ist auch leer. Das gehört auch mit zum Hof. Also ihr seht, der Hof ist sehr groß. Hier haben wir einiges an Equipment stehen. Sehr viel an Equipment stehen. Es scheint so, dass hier Glas sehr stark vertreten ist. Also hier ist alles Glas. Hier haben wir einen Kuhhof, einen Kuhstall mit 150 Kühen. Hier haben wir weitere Unterstellmöglichkeiten. Hier haben wir eine Wiese. Hier hinten haben wir noch, ich glaube, Schweine. Genau, Platz für 108 Schweine. Und hier haben wir noch zwei Keilsilos. Das ist das, was zum Hof gehört. Wir schauen uns mal kurz die PDA an. Und wir sehen, dass wir hier ziemlich viel an Fläche haben. Diese Fläche hier, das ist das, was zum Hof gehört. Wir haben ein kleines und ein mittelgroßes Feld. Und eine Grünwiese hier. Die Feldgrößen hier bewegen sich zwischen 1 Hektar und vielleicht 5 Hektar. Das sind so die größten Felder.
Ja, 4,8, 2, also so um die 4 bis 5 Hektar maximal. Also etwas für kleinere Maschinen. Deswegen erstaunt es mich auch, dass wir hier den Xerion hier drauf haben. Und natürlich auch den Häcksler, der ist riesengroß für diese Farm. Auf jeden Fall, das ist was, das dazu gehört. Wir schauen uns auch kurz das Equipment an und wir können sehen, das ist sehr, sehr, sehr ausgiebig. Wir haben einen Arion 610, wir haben den Axion 800, wir haben einen Xeron 4500, wir haben den Class Mähdrescher, einen Feldhäcksler, dann haben wir ein Auto, natürlich haben wir ein paar Anhänger, das ist dieser Class auch. Dann gibt es das Schneidewerk dazu, dann gibt es, das wäre dann dieses hier, das Conveyor Flex, Feldhäcksler, Schneidewerke, haben wir diese alle drei Pakete dazu. Dann haben wir einen Pflug in grober Kreiselecke zusammen mit der Sämaschine, Einzelkorn-Sämaschine, einen Düngestreuer, eine Mähtechnik, einen Frontlader, ein paar Frontladerwerkzeuge und natürlich der Transportanhänger für Schneidewerke. Ein paar Gewichte haben wir auch noch dazu. Das ist das, wie der Hof ausgestattet kommt, das Inventar dazu. Wir schauen uns mal kurz die Karte noch weiter im Detail an. Wir können hier sehen, dass das der Standard-Aussaatkalender ist. Es gibt keine Zusatzfrüchte. Wir können auch sehen, dass eigentlich alles verkauft werden kann. Das ist ein sehr positiver Aspekt. Dann haben wir Aufträge sind vorhanden. Dann haben wir was auf der Karte verbaut ist. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. An Produktionen ist verbaut worden hier die Spinnerei, eine Molkerei und die Ölmühle. Des Weiteren haben wir als weitere Produktionsstelle das Sägewerk und diese Kartoffelproduktion. Die gehört aber nicht dazu. Die habe ich vorbereitet für die Mods danach. Ladestellen gibt es genügend. Also hier Tankstelle, hier gibt es das Sägewerk, der Verkauf und da ist der Händler hier oben. Dann haben wir hier einen Wassertank. Das Farmhaus, ein großer Treibstofftank, der Viehhandel. Hier haben wir die Werkstatt, das ist das, was hier zugehört. Dann haben wir Verkaufsstellen, der Bauernmarkt, der Supermarkt, wir haben das Fastfood-Restaurant, das Restaurant, wir haben die Pizzeria, wir haben der Schildgut-Farmhändler. Des Weiteren haben wir hier Ballenverkaufsstelle, der Farmhändler mit dem Schildgut 2. Biomasse-Heizkraftwerk und der Ballenverkauf für da. Dann haben wir hier natürlich noch unser Silo und das ist das, was zum Hof gehört und zu der Karte hier, was hier verbaut ist. Also das Flair stimmt, es erinnert mich sehr an die Kalmsten Farm, also es ist sehr, sehr ähnlich, vielleicht nicht ganz so detailliert, aber auf jeden Fall das Flair stimmt, stimmt mit dem überein, was wir von der Kalmsten Farm kennen. Auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Viel Spaß damit. Und damit kommen wir schon zu der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt dieser Kompaktlader 711 Pack. Dieses kommt von Black Sheep Modding. Downloadgröße 9,43 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Pack kommt mit diesen Elementen hier. Natürlich einmal mit dem Kompaktlader. Das ist dieser hier. Das ist ein offener, kommt mit einer Leistung von 108 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 80 Litern, 18 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 5,4 Tonnen und kostet 25.000 Euro. Vorne kann geändert werden vom Kompaktlader zum Frontlader, je nachdem, was man anhängen möchte. Reifenhersteller gibt es Mittas, Nukien, Wredestein und Trelleborg. Reifenvarianten gibt es Raupenlaufwerke, TH400 oder die Standard. Design gibt es Standard oder Sonnenschutz, Forst und zurück zu Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Dann gibt es die Ballengabel, die wiegt 94 Kilo und kostet 400 Euro. Die Palettengabel wiegt 250 Kilo und kostet ebenfalls 400 Euro. Die Universalschaufel, die hat ein Fassungsvolumen von 1200 Litern, wiegt 450 Kilo und kostet 600 Euro. Dann gibt es die große Universalschaufel mit 2000 Liter Füllvolumen, 612 Kilo wiegt diese und kostet 1000 Euro.
Dann gibt es noch ein Heckgewicht, das wiegt standardmäßig 1 Tonne und kostet 1000 Euro. Dann gibt es die Version 1200, 1400, 1600 und 1800 Kilo. Bei all diesen Geräten oder Anbaugeräten können natürlich die Farbe gewählt werden aus der schon bekannten Farbpalette. Wir kommen zum New Holland Superflex und Case AH Terraflex Pack. Das kommt von Agrotono, Downloadgröße 20,84 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Das sind diese drei Schneidwerke, einmal der Superflex 20F, den 30F und das 35F. Wir nehmen beispielshaft für die anderen das größte, das wiegt 3,1 Tonne, hat eine Arbeitsbreite von 10,4 Meter, 10 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet knappe 60.000 Euro. Hier gibt es die Möglichkeit zu ändern zwischen New Holland oder den Case IH Version. Das kleinere, das 30F, das wiegt 2,6 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 9 Meter und kostet 51.000 Euro. Und dann haben wir noch das Superflex mit 6 Meter Arbeitsbreite, dem Gewicht von 1,7 Tonnen und kostet 34.000 Euro. Das sind diese drei Versionen jeweils in der New Holland und in der Case IH Version verfügbar. Wir kommen zum FlexiCoil ST820 Multifunktion. Das kommt von Hispano, Downloadgröße 22,35 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieses Multifunktionsgerät hier, wiegt 20,9 Tonnen, braucht 500 PS, Arbeitsbreite 24 Meter, 17 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 197.000 Euro. Der hintere Anbau kann gewählt werden zwischen Federzinken oder Walzen. Dann kann dies benutzt werden entweder als Grupper oder als Tiefenlockerer. Mit dem Tiefenlockerer kann man selbstverständlich dann auch Felder erstellen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser riesengroßen Farbpalette hier. Dann gibt es die Designfarbe, das ist, kann aus derselben Farbpalette gewählt werden und betrifft die Spitzen. Und die Felgenfarbe kann natürlich gewählt werden aus derselben Farbpalette. Der Marston 22 Ballenanhänger 1993 ist die nächste neue Mod, kommt von John Deere 2450 und Matix. Downloadgröße 9,47 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist dieser Ballenanhänger hier, wiegt 2,6 Tonnen und kostet 4.500 Euro. Den kann man haben als gebraucht, neu, modern oder kundenspezifisch. Bei kundenspezifisch kann man noch ein paar Sachen mit anbauen. Wir nehmen mal die kundenspezifische Version. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT und Trelleborg. Dann gibt es das Design Alt, Neu und Alt. Das sind diese beiden Versionen. Hier das Einzige, was ich gesehen habe, was sich ändert, ist dieser vordere Schutz hier. Dieser kann natürlich stehen bleiben und natürlich zusätzlich kann noch ein Heckschutz hinzugebaut werden und zurück. Und dann gibt es noch eine Rundumleuchte und zwar links, rechts oder auf der Unterseite. Das ist also, was wir hier als Konfiguration haben. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der erweiterten Standardpalette, die Narben natürlich ebenso und die Felgenfarbe natürlich auch. Die nächste neue Mod heißt Stau auflösen, kommt von Yumi, Downloadgröße 27 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Wenn du gerne mit Straßenverkehr spielst, aber manchmal auf engen Straßen stecken bleibst, kann dir dieser Mod helfen. Du kannst einfach die Taste drücken, und zwar ist es standardmäßig die Ctrl- und T-Taste, um den Verkehr zurückzusetzen. Damit kannst du den Stau umgehen und so natürlich auflösen. Ja, ich habe schon auf ein paar Karten gesehen, dass es Stausituationen geben kann. Ich kann mich erinnern an die Adelshofen-Karte. Da einfach Steuerung T drücken, damit wird der Verkehr zurückgesetzt. Die nächste neue Mod heißt Dieseltank Emiliana Serbatoi. Kommt von RL Modding, Downloadgröße 3,21 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Hier gibt es eine horizontale und eine vertikale Version, einmal mit und ohne Dach jeweils. Die vertikale Version mit Dach, die kostet, das ist diese hier, kostet 3.000 Euro und hat ein Fassungsvermögen von 15.000 Litern. Dasselbe gilt natürlich auch die ohne Dach und das ist ebenfalls die stehende Version, die hat genau dieselben Leistungsmerkmale, nur kostet die 100 Euro weniger.
Hier kann man natürlich einfach Diesel auffüllen und danach deine Geräte betanken. Die nächste neue Mod heißt Kartoffelproduktion, kommt von Jason, aka J-Rock. Downloadgröße ist 6,37 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist diese Kartoffelproduktionsstätte hier zu finden unter Produktion und Fabriken. Kostenpunkt zum Platzieren 50.000 Euro, Unterhalt pro Tag 15 Euro. Hier kann natürlich Kartoffeln hingebracht werden und die können dann verarbeitet werden zu Pommes und zu Chips. Und zwar braucht diese zum Rezept hier einmal Kartoffel, dann Rapsöl und Wasser. Damit werden Chips hergestellt und die Pommes werden hergestellt nur aus Wasser und Kartoffeln. Da sind die Pommes. Dazu gibt es eine Verkaufsstelle für die Produkte. Die ist natürlich zu finden unter Produktion und Verkaufsstationen. Ist diese hier 5000 Euro zum Platzieren. Ja, und diese kann natürlich entsprechend gebraucht werden. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt diese Lizard Logistikzentrum, kommt von ModHub Brasil. Downloadgröße 0,66 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools. Ist das Logistikzentrum hier. Kostenpunkt zum Platzieren 150.000 Euro, Unterhalt pro Tag 75 Euro. Das Lizard Logistikzentrum ist eine Einrichtung, die entwickelt wurde, um Ihnen das Be- und Entladen mit Paletten im Allgemeinen und mit landwirtschaftlichen Arbeitsgerät zu erleichtern. Das kann sehr gut sein, dass man hier eben schön rauffahren kann und dann kann man auch dann Tieflader und so weiter beladen und oder natürlich Paletten oder so aus dem Anhänger holen. Das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Während wir hier über Stonehenge fliegen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken fürs Dabeisein, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir dein kostenfreies Abo ab, möchtest du keine weiteren Videos in dieser Art verpassen. Möchtest du den Kanal unterstützen, dann überlege dir doch, Mitglied zu werden, und zwar, ja, um dem Kanal zu helfen, im Sinne von, dass wir die Server bezahlen können und so weiter und so fort. Morgen machen wir unseren Livestream mit dem neuen Thema, mit dem neuen Projekt. Ich hoffe, du bist morgen dabei. Ich hoffe, ich sehe dich morgen, ich lese dich morgen und vielleicht machst du beim nächsten Mal ja dann schon mit. In dem Sinne würde ich sagen, ganz herzlichen Dank nochmal. Wir sehen uns morgen. Bis denn. Danke. Tschüss. Und hasta luego.